Mach mich bitte wieder Mod. Und Andrea so, nope. Ich hab das Cressilia getötet. Ja, Cora, da musst du nochmal in der Pokémon-Liga nochmal die Liga klatschen. Amelie, ist es ein Praktikum dann, oder? Also ich meine, in ihrem Alter muss es ja eigentlich ein Praktikum sein, aber... Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Na, warum? Ausbildung, Erziehung oder sowas? Ja, aber das nee, es ist erst 14. Sie ist erst 14, richtig, deswegen, das wird schon... Ja, wahrscheinlich, das wird schon wahrscheinlich so Praktikum. Praktikum sein. Oh, auf den Hedge so Bock, ey. Schülerbetriebspraktikum, okay. Na dann. Ja, warum nicht, wenn es Spaß macht? Jo. Und weil wir seine alte Schule ist, kennt die dich ja. Also ich schätze mal nicht, dass du da so große Probleme haben wirst, da reinzukommen. Ja, richtig. Oder vielleicht gerade deswegen. Ja, je nachdem, wie du dich natürlich genommen hast. Nein, ich denke schon, dass sie dich nehmen. Aber es ist wirklich so, Leute, Schule und alles rundherum ist wichtiger als die Streams. Ihr könnt gerne nebenbei Hausaufgaben machen, das geht ja auch noch. Aber ansonsten, wenn ihr lernen müsst, lernt lieber, anstatt Streams zu gucken. Ist einfach so. Hm. Battle Arena mit pädagogischen Auftrag heute, Alter. Hm. Ja, ich hab damals einen Mathe-Kurs, Mathe-Nachhilfe gemacht. Auch nur um kleine dumme Kinder zu mobben. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ah, vielleicht doch. Nein, Spaß. Ja. Oh, wir haben zwei Kreisen. Zwei Kreise sind immer gut. Aber keine Aura. Oh, vielleicht ist ein Shiny irgendwo drin. Das ist ja noch gar kein Shiny, ne? Nö, aber ich gehe auch nicht. Also wenn ich jetzt merke, ich bin bei 1200 Lichtjahren oder sowas, da gehe ich gleich wieder raus. Ja, ja, klar, da ist. Außer es kommt zufälligerweise mal was. Wenn's gekocht ist, ist es kein Hex, Leute! Das ist ernsthaft ein Shiny. Shiny Rexy. Oh wow. So, Leute. Giveaway! Wir machen jetzt eine kleine Ruffle-Off. Und ihr tragt euch bitte mit Ausrufezeichen. Was haben wir denn? Ausrufezeichen. Willst du mich gerade verarschen? Cool, du kriegst Glück, du musst auf das hier sein. Oh, ich bin Glück. Gimme. Willst du mich verarschen? Gimme. Gimme. Oh. Please. Mit Ausrufezeichen Gimme, please, tragt ihr euch ein für das Shiny. Oh, da fällt mir ein. Okay. Ihr habt eine Minute Zeit. Beeilt euch. Ausrufezeichen Gimme, please. Ich bin nebenbei noch da. Ich muss bloß essen. Nebenbei. Aber ich schreibe bestimmt, keine Angst. Du isst nebenbei? Natürlich. Was gibt's denn? Gerade Suppe mit Pfannkuchen drinnen. Also und mein Cousin hat mir gerade Pommes mitgegeben. Das ist ein gutes Rex-Blizzard, Leute. Das hat mich gefreezed instant im ersten Turn, ne? Rex-Blizzard ist doof. Soll ich es so machen, dass der Gewinner das Pokémon morgen kriegt und ich mache das Pokémon in der Zeit Battle-Ready und gebe dem den Megastein mit? Ich glaube, das wäre für die Leute richtig geil. Wollte das? Noah, oh. Bartke. Gekrittet, okay. Warte. Oh shit, der hat Holzhammer drauf. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen das jetzt instant fangen.
Critical Catch! Wir kriegen einen Shiny mit einem Critical Catch hin! Holy shit, Mann! So, Noah Bartke hat gewonnen. Noah, schreib mir bitte in den Chat was. So, wir brauchen King jetzt... Was? King Babusa, das Giveaway ist schon vorbei. Du brauchst es nicht mehr in den Chat schreiben. Rex... Ach, Bomasno. Ja, stimmt. Harold Bomasno. Obamasno. Obamasno, Leute. Das ist sauer Mädchen. Ist female, stimmt, scheiße. Noah, soll ich dir das Pokémon morgen im Stream rübertauschen, Battle Ready mit Megastein? Ich suche mal einen schicken Nickname raus dafür. Oh, das passt. Ich meine, mir würde jetzt was einfallen, aber... Wie hast du es jetzt genannt? Warte, was ist es da? Halt. Ich sag's auch, morgen von 15 bis 17 Uhr wahrscheinlich. Und eventuell morgen Abend nochmal. Ich meine, ich habe nur drauf gewartet, bis er nochmal was schreibt. Das war mir so klar. Wenn er die ganze Zeit bloß Käse, Käse, Kuchen, Käse, Käse... Also ich mag Käse allgemein, aber... Aber dann... Aber nein, danke, du darfst bitte gehen. Das ist so geil. Noch Shiny gekriegt heute, easy. Und Cora schlurft genüsslich ihre Suppe. Ja, warum auch nicht? Wenn man schon etwas zum Essen hat, muss man es doch auch genießen, oder? Das stimmt. Es könnte dein letztes Mal sein, dass du was zu essen bekommst. Bitte, Mega, alles da. Kriegst du morgen, mache ich dir fertig. Hey, Repop, wir haben ihn vorher schon getimt, aber wir haben gesagt, er soll aufhören. Wenn er da nicht aufhört. Ist aber schuld. Ja. Hallo, Tobi. Ja, ich habe mal die Suppe genüsslich geschlürft. Siehst du? Das ist doch gut. Du gehört durchs Mikrofon. Durchs gemutete Mikrofon. Ja, Ich höre das. Natürlich. Ja. Andrea hat das im Gefühl. Ich habe das Schlürfen gespürt. Ich hasse Leute, die schlürfen. Echt? Also hast du dich selber. Nicht aufregen, Cora. Cora schlürft nicht. Sie hat doch gerade gesagt, sie hat... Ja, sie hat ihre... Stimmt, ja, ne? Stimmt. Sie hat ihre super genüsslich geschlürft und dann so... Ich hasse Leute, die schlürfen. Stimmt, was du sagst, ne? Oh, ein Stobi. Lol. Ja. Nein. Bisschen das Blau rein. Und oh, das sind haufenweise rote Portale, Alter. Ich will gar nicht da rein. Das Blau ist mit zwei Kreisen. Da gehe ich rein. Go.
3-Wort-Kur, Anti-Aggressionstherapie. Oh, und wir haben eine geheimnisvolle Präsenz in den Wellen. Okay, warte mal, du hast ja die drei Dinge schon gefangen, oder? Ja. Interessiert mich, was könnte das bei dir dann noch sein? Latios. Könnte Latios sein. Oh, damn right. Nein, Tobi, ich habe noch nie am Tee geschlürft. Hör auf zu lügen. Also habe ich recht gehabt. Oh, damn right ist Latios. Nein. Nicht ins Blaue. Lieber Mods, wenn weiterhin Tauscher und Fragen im Chat kommen, bitte einfach Time unten. Danke. Ich habe gehört, einer von euch beiden möchte morgen für mich Mathe schreiben. Ich habe gehört, ich muss morgen früh 3:45 aufstehen und mal das auf alle Fälle nicht tun. Ich habe gehört, das ist nicht mein Problem. Und ich hab gehört, es würde auffallen, wenn du urplötzlich gute Noten in Mathe schreibst, deswegen mache ich es für dich nicht. Ey, das sind nur, was waren das jetzt, Brüche und... Ich habe gehört, es würde auffallen, wenn du männliche Wut aussehen wirst. Oh! Danke, André. Ich muss meiner Mutter die Tür aufmachen, verdammt. Ich denke mal, Latios wird bei mir das letzte Pokémon sein, das wir heute fangen können. Aber hat eine extrem gute Ausbeute. Hey, ein Shiny. Mhm. Und dann noch 5 Flash-Moves. 5 sogar. Stimmt. Wahrscheinlich 6 sogar, warte mal. Ne, du hast. Mal wieder zu packen. Wo ist Latios? Reshiram. Insgesamt Arktos 7 sogar. Was ist mit Arktos? Wenn du die beiden zusammen dazu zählst, die du das schon gefunden hast. Nein, wenn ich die beiden dazu zähle von gestern, sind es 9. Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Ist mir nicht aufgefallen, dass du so viele gefangen hast. Halte, Maris. Tobi, auf zu lügen. Chiara, ich kann dich verstehen. Alter, nerv mich so oft. Bitte nicht critten. Bitte nicht critten. Okay, ist so gut. Das habe ich mir gerade innerlich auch gedacht, Marc. Cora sei lieb. Hattest du schon, also wie lange hast du für Shiny gebraucht? Das Shiny kam einfach so gerade. Das war jetzt nicht gewollt. Also das wurde halt nebenbei mitgenommen. Ich bin eher auf der Suche nach den ganzen... das war knapp. Nach den ganzen Legendaries als nach Shinies da drin. Weil Epos Shinies kommen, die ich nicht so geil finde, bis auf... Waifu und Altaria. Also Waifu ist halt Urdoch. Urdoch. Alles Salem Tricks. Oh Mann, ich hasse den Chat gerade. Also jetzt nicht die Leute, ich meine gerade der Chat bei mir nicht richtig lädt. Ja, Cora, würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Oh nein, hofft ihr irgendwas einzureden. Lavados wäre auch gut. Das müssen wir auch noch suchen. Lavados, Zapdos brauchen wir noch. Cora hasst uns. Nein! Nicht mehr als sonst. Ey! Was kommt denn eigentlich noch in den blauen Portalen vor? Von dem, was du fangen kannst. Keine Ahnung. Weißes Portal.
glaube, das dürfte es bei dir schon fast gewesen sein. Anego! Huhu. Yara, ich hasse dich nicht. Siehst du, hallo Felix, siehst du Cora, du hast erst den Chat hinter dir, ne? Und jetzt hast du den ganzen Chat gegen dich aufgebracht. So schnell geht das. So schnell ist Fame weg. Adri, dir ist eigentlich schon aufgefallen, dass das Latias schon Ewigkeit nicht mehr paralysiert ist, ne? Echt? Nee, ist es mir nicht. Ist es mir nicht, tut mir leid. Okay. Ein Anego, wen hätt's gewundert? Hoho. Amelie! Ich breche gerade sämtliche Herzen. Irgendwie schon, ja. Aber was mich mal interessieren würde, wenn du Latios paralysierst und es dann Psyban einsetzt, und damit die Paralysiere ja auf dich übertragen würde und du in dem Moment deinen Blitzer dastehen hast, heilt es dich dann wieder? Keine Ahnung. Finn sagt, Suicune, Lugia, Latias, Kyogre, das Seentrio und Kyurem gibt's. Also müssen wir eigentlich noch... Dir fehlt nur noch... Nichts mehr. Du hast schon alle gefangen, die du fangen kannst, ohne dass du die anderen beiden dafür brauchst. Stimmt, würdest. Lugia brauche ich da noch? Nee, Lugia gibt's ja bei mir gar nicht. Suicune gibt's bei mir noch, wenn ich Entei und Raikou hab. Genau, richtig. Und Kyurem, wenn du Zekrom und Reshiram hast. Genau. Den einzigen, den ich hassen würde, wäre André, wenn er die ganze Zeit ununterbrochen Shinies kriegt. Aber euch hasse ich nicht. Ekora, willst du eins von meinen 40 Shinies, die ich gefangen habe? Nein. Ach nee, warte, du hast ja schon eins. Also, was Besonderes wäre, diese Shinies da drin zu kriegen, ey, ganz ehrlich. Die werden dir hinterhergeschmissen. Ja, ist halt so. Aufsäuger, Leo. Das ist doch gerade gut, Felix, dass es nicht so einfach ist. Das ist doch viel geiler als dieser... Was war das, was du Legendary Funk konntest besetzt? Eine Crossmark Catch, wo du halt eben Ball drauf schmeißt und es ist easy drin. Also das ist halt richtig low. Nein, nicht jetzt gelbe. Ich bin gerade so verwirrt. Jedes Mal, wenn mein Handy-Display ausgeht und ich wieder anmache, steht da AFK, wo bin ich mir selbst, bin ich jetzt im AFK-Channel. Hat Cora schon scheinbar sehr voll. Ja, von mir. Nein, ja von dir, das zählt nicht. Oh mein Gott, Latios, jetzt geht doch mal in diesen verscheiß beschissenen Drecksball, ey. Oh, mit die Krise, ja. André, hast du dir chill nicht down. Halber Bälle gefahren? Ja, chill. Nur so. Yay, das fünfte Kastellit. Amelie, ich hasse euch nicht. Wenn ich dich hassen würde, würde ich nicht mit dir schreiben. Es ist halt manchmal nur nervig, wenn du von Amelie ein paar Bilder von ihren Schwarm bekommst, aber das hält sich eigentlich noch in Grenzen. Aber sonst hasse ich keinen. Bis auf Personen, die ihr nicht kennt, aber... Das ist eine Real-Life-Story. Viel zu shiny Moskito. Oh. Och komm, dreimal wackeln ist unfair. Was ist schon fair?
dreimal wackeln und rausbrechen ist nicht fair. Das heißt, wie ich mich bei meinem Custody fühle. Halleblatt. Oh, mein Einsatz. Hallo, ich bin's. Jetzt hat. Mein Einsatz. Hallo, ich bin's. Ja, Mama, jetzt sind alle verstört. Hallo, du hast doch angefangen mit Jürgen und es war motiviert. Jürgen ist toll. Darf ich vorstellen, das ist Großmarm. Seine tollen Stoßzähne und sein borstiges Fell. Okay, immer erstens, ich werde mit C geschrieben und zweitens, ich bin 13. Nein, ich habe noch keine Reggies gefangen besetzt. Och komm, Latias, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ey. In Uras bist du hinterhergedackelt und jetzt? Jan Uras muss ja auch auf dich hören. Kastelin, stirb doch! Warum hast du dich einfach vor den Viechern und Gutes, wenn sie scheinen jetzt weg? Diese Zeitverschwendung. Mimi. Okay, ich hab die Nase voll. Latios. Ich hasse euch nicht. Hört auf, so einen Schwanz zu sagen. Oh, ich muss einfach, irgendwann muss ich einfach mal meine Klappe halten, glaube ich. Ein freches Kruder und Kusangriff in der Spitzhoffe. Kann man machen. Also im schlechtesten Fall kannst du es halt spielen. Froh oder hart wäre halt besser. Ich will mal nichts sagen, aber ich versuche schon seit 20 Bällen fast das scheiß Latios zu fangen, ey. Ich weiß genau, warum ich mir fast 200 Bälle geholt habe. Und da ist es drin. Ja. Und es bricht wieder aus. Nein! Raus! Raus! Du überlegst dir. Oh mein Gott. Das hört sich zwar bescheuert, aber ich dachte mir gerade so ein anderes. Ja, wann hast du einen Hund? So, wir brauchen noch einen Spitznamen für Latios. Jungs, Mädels. In kein rotes. Lass mich in Ruhe. Keine Spitzname für Latios. Leute. Er meint, heißt Blue Thunder, aber. Blue Thunder. Weil ich Blue Thunder. Der einzige gute Spitzname, den ich auf meinen legendären Pokémon hab, also aus meiner Sicht, zumindest auf meinem Raikou. Speedo, das heißt Thunderstruck. Jetlag. Blue! Unkreativ, aber. Ein Rexblizzer!
aber kein Shiny. Also ich meine, in der Theorie, wenn da ist Shiny Rixvisa! Da es blau ist, könnte man es ja als Scherzeifel 49 nennen. Ich habe einen Eifel verfangen. Ich verstehe den. Nee, du meinst zumindest nicht Eifel 49, du meinst Eifel 65. Ja, 46. Ich komme immer durcheinander mit den Scheißzahlen. Das ist. Amelie, deinem Fingering geht's gut. 65, ja. Höhenmobil. Wie konnte ich gerade eigentlich. Naja. Höhenmobil. Alles klar. Also Blatt, aber Sandy besser, ne? Und ohne Spaß. Wie konnte ich gerade vergessen, dass Rexvisa eigentlich grün ist und nicht blau? Hast du einen Shiny gefunden? Ja! Oh mein Gott, Cora. Und da ist du. Das kann Holzhammer, ne? Das kann Holzhammer. Also. Du überlegst dir. Das Schlimme ist, ich habe jetzt nicht daran gedacht, das habe ich jetzt davor nicht gespeichert. Obwohl, hätte mir sowieso nichts gebracht. Bitte nicht sterben. Ey, wenn das jetzt stirbt. Stopp. Nein, es ist nicht gestorben. Schade. Es kann aber auch Holz haben, es kann sich mit dem Recoil auch noch selber töten, ne? Bitte nicht. Jetzt hat er gerade. Da ist Sephiroth down. Wie kann man Sephiroth down gehen lassen? Das hat mir so auf den Arsch gerettet, es darf auch mal ruhig da oben gehen. Was die Coins bringen, das könnte meine Mods sagen. Dario hat es vorher schon gesagt, er hat es, glaube ich, nicht gelesen. Verdammt, ich kann es nicht einschlafen. Krutze. Die Special-Pokémon hier ein bisschen extrahieren und separieren. Bitte nicht sterben. Das klappt. Wollt ihr noch hören, bevor ich ausmache, wie Kuras Shiny tot ist? Nein, bitte nicht. Sag ich's wieder, sei bitte ganz lieb und geh den Ball. Mehr will ich heute nicht. Außer ein Shiny UB, aber. Ja, träum halt, ne? Träum halt. Es ist gefangen! Ach, verdammt, schade. Oh, André, danke. So, Jungs und Mädels. Du mich auch. Wir machen Schluss für heute. Wir machen morgen weiter. Aber jetzt mehr als genug Shinies. Shinies nicht, aber mehr als genug Legendaries gefangen. Und zwar insgesamt haben wir gefangen. Wartet mal kurz. Ich will noch einen Namen für meinen Shiny Rexvisa. Männlich oder weiblich? Warte. Es ist männlich. Obama Snow. Ja. Nein! Wir haben heute gefangen Anego Arctos, Latios, Mosquito, Reshiram, Selfe und Vesprit. Also ich schätze mal, das reicht für heute. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns morgen Nachmittag wieder gegen 15 Uhr. Und ja, gucken wir, was wir dann fangen können. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao. Ciao. Tschüss.